Sich lieber dem What If statt sich dem Now What auszuliefern. Miriam Meckel, 1999 Deutschlands jüngste Professorin, Bestsellerautorin, Staatssekretärin, erst Chefredakteurin, dann Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Gründerin der digitalen Plattform ADA. In der geht es schwerpunktmäßig darum, was unser aller Leben verändern wird. KI, künstliche Intelligenz. Und übrigens, man kann mit Miriam sehr viel Spaß haben. Das weiß ich aus Erfahrung und öffne meine Wohnungstür mit großer Vorfreude auf Miriam Meckel. Miriam lauert ein rauher Dackel. Man kann ihn auch nicht überhören. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schon gehört. Die ist aber schon so faul, die bleibt an meinem Körbchen. Fienchen bellt schon von fern jetzt, genau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Da ist sie. Was ist los mit dir? Sag mal, das ist doch die Miriam. Ich war doch schon mal hier. Ja, und jetzt wieder ab ins Körbchen. Geh schön auf den Hundeplatz, schnell. Einmal schnell. Durchgebellt, ausgerastet. So, alle wissen Bescheid, alles gut. Zack, zack. Ja, du warst schon mal hier. Das ist jetzt... Zwei Jahre habe ich eine Weile her. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Und diesmal fangen wir mit dem Kochen an. Und du hast dir etwas gewünscht. Aber zunächst mal natürlich danke, dass du gekommen bist, weil ich weiß um dein Zeitraster. Morgens Buchabgabe. Ja. Gestresst? So langsam geht's. Bis heute Nacht war ich ziemlich gestresst, ja. Und übermorgen auf nach Singapur. Nicht privat, sondern beruflich. Mhm. Wie lange dauert die Reise? Knapp 10 Tage. Da habe ich also Glück gehabt, dass es heute klappt. Und meine erste Frage natürlich, wenn jemand zur Tür reinkommt, Bruschetta sind fertig, magst du ein Cremant dazu trinken? Aber selbstverständlich. Ach, wie schön. Natürlich. Ich hatte schon gefühlt, du sagst nein. Was ist es denn für eine? Aus der Loire. Ah, schön. Nämlich aus der Loire, von der Loire. Von der Loire. Aus wäre schlecht. Sehr schön. Aus der Loire würde wahrscheinlich was herb schmecken. Genau. Ich dann. Nein, gerne. Sehr gerne. Dann kochen wir nämlich und sag doch bitte mal, wie heißt dein Rezept? Das ist ein Rezept aus dem Kochbuch von Otto Lengi. Aus dem Kochbuch? Ja. Ich glaube, der hat 15. Ich glaube, es ist Simple Cooking, heißt es. Das ist gut. Ja. Das ist hilfreich in manchen, genau. Bei manchen Anlässen und Gelegenheiten. Aber ich mag das sehr gerne, weil er macht ja sehr viel mit Gemüse. Ja. Und natürlich auch sehr so eine Mischung aus Mediterran und Middle East. Ne? Sehr, schon ein bisschen Fusion, aber auf eine Art schon auch so in diesem Kulturraum, wo er herkommt, verankert. Und ich finde, die Rezepte sind super. Die Liste, die du uns durchgegeben hast, die haben wir besorgt. Fenchelsamen. Fenchelsamen, sehr wichtig. Chiliflocken, das ist gut. Tomaten habe ich aber auch frisch besorgt. Bio, sehr gut. Beides ist wichtig. Gemüsebrühe. Dann haben wir, sind das Zitronen Bio, oder Orangen? Bio-Orangen. Interessante Form. Ja, die Bio-Sachen haben ja manchmal eine sehr eigenwillige Form. Eine Orange, die sich als Zitrone verkleidet hat, würde ich sagen. Ja, sie hat sich aber noch geschminkt. Bist du eine gute Esserin? Ja. Mhm. Ja, also wirklich gerne. Wir neigen ja beide nicht zu... Völlerei, die man im Körper ansieht. Nee, aber wenn du zwischen dem guten Essen rumrennst und Sport machst und so, ist es ja auch kein Problem. Dann, dann gleicht sich das. Ich sehe dich zwischen den Gängen. Sofort abtrainieren. Nein, also ich meine, nicht zwischen den Gängen. Ich kann auch mehrere Stunden ein schönes Essen genießen. Aber ich bin schon, glaube ich, viel in Bewegung. Einfach so jeden Tag und mache halt auch gerne Sport, auch regelmäßig. Du gehst auch in Kältekammern. Mhm. Warum? Weil mir das gut tut. Das ist quasi das umgekehrte Sauna-Prinzip. Ne? Du gehst in einen kleinen Raum, in eine kleine Kammer, ähnlich wie eine Sauna, da kannst du drin stehen, ziehst alles aus, bis auf die Unterhose. Er ist da drin? Nein, draußen. Das machst du draußen schon. Dann gehst du rein, du kriegst halt so Ohrenschützer, kriegst auch dünne Handschuhe an, musst auch Socken anhalten, weil halt diese etwas dünneren Teile des Körpers, Ohren, Hände, also Finger und Zehen frieren sonst ab, weil das Ding ist so mindestens minus 86 Grad kalt. Ich bin raus. Es ist wirklich geil, weil 3 Minuten,
dauert das. Und zum einen ist das eine super Stärkung fürs Immunsystem. Zum zweiten, ich habe zum Beispiel von dieser Tipperei so oft so eine leichte Sehnenscheidenentzündung dann hier. Und wenn ich das regelmäßig 2-3 Mal die Woche mache, ist das weg. Also die Kälte sorgt dafür, dass diese Entzündung weggeht. Und man ist auch wach und frisch. Und also es ist wirklich ist ein schönes Erlebnis. Also ich hänge lieber in der Sauna ab, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Frage. Obwohl danach ist man eben nicht wirklich erfrischt, sondern man ist einfach auch müde. Mhm. So, ich warte auf Anweisung. Was soll ich dir geben? Welche Töpfe? So, ich glaube, ich muss zum Anfang mal eine Schüssel haben, in der ich den Feta-Käse, eine Schüssel, da ist er, ja, mit anderen Bestandteilen vermixen kann. Ich darf dir eine Schere reichen. Das ist schon mal super. Fangen wir doch damit mal an. So, und Salz haben wir. Hier ist Pfeffer. Olivenöl. Brauche ich auch. Olivenöl ist hier. Super. Ist ja alles da. Alles da. Top. Es gibt ja Menschen, die so ein bisschen empfindlich sind, wenn andere in ihrer Küche Dramen veranstalten. Du nicht. Ich gucke dann gerne zu und verbessere dich. Aber ansonsten kannst du machen, was du möchtest. Immer zu. Möchtest du das nicht vorher in einem Mörser klein machen? Möchtest du, dass ich das vorher in einem Mörser klein mache? Wenn wir gerade beim Thema sind. Ich mache das sehr gerne in einem Mörser klein. Ja, das kannst du auch so nehmen. Hast du denn einen Ja, Mörser? Selbstverständlich. Dann mache ich das sehr gerne klein. Entschuldigung. Schon mal hier. Eine Steinmörser. Bitteschön. Ja, und das ist auch dieses Wahnsinn. Ich dachte, du zeigst mir jetzt dieses Ding, das wäre sehr lustig. Fenchelsamen damit klein zu machen. Nein, es muss schon ein Steinmörser sein. So. Aber möchtest du nicht schon die Nudeln aufsetzen? Haben wir so wie eilig? Mit mir kochen. Ich kümmere mich. Ich habe ja neulich auch einen Podcast von euch, den ich wirklich total spannend finde. Manchmal nicht alles verstehe, aber es ist ein anderes Problem. Eins habe ich verstanden. Es gibt jetzt in Großbritannien einen Forscher, der mittels verschiedener Kräuter und ich weiß nicht was alles eine Alternative zum Alkohol entwickelt hat. Der, also die Alternative, die eine ähnliche Wirkung haben soll. Mhm. Und das hast du ausprobiert. Mhm. Wenn die Menschheit seit Tausenden von Jahren Bier braut etc., auch schon im alten Ägypten, warum ist da kein Mensch früher auf die Idee gekommen, diese Alternative zu erfinden? Kräuter gab es immer. Ich glaube, weil die biologische oder die biochemische Grundlage wir einfach noch nicht gekannt haben damals. David Nutt, das ist der britische Forscher, der sich mit ganz vielen Dingen, auch mit Psilocybin, also mit Psychedelics in der Forschung beschäftigt hat. Genau. Und hat dann jetzt eben auch Alkohol angeguckt. Und was er macht mit den Kräutern, ist, dass die Kräuter so zusammengesetzt sind, dass die das GABA-System, was ein spezifisches Botensystem im Gehirn ist, ansprechen. Und du hast, was mein Gefühl, wirklich, wenn du sowas, so ein Glas trinkst oder auch zwei, hast du das Gefühl, dass du so eine leichte Aktivierung hast, wie das beim Alkohol ja auch anfängt. Es geht aber auch dann nicht darüber hinaus. Okay. Also du hast... Also zum Betrinken ist es nichts. Ja, wollte ich gerade sagen. Also du wirst davon nicht betrunken, aber du hast so dieses Anfangsgefühl, wenn man zum Beispiel am frühen Abend, wie bei uns jetzt, wenn du so ein Glas trinkst, merkst du ja schon, dass da im Körper was passiert. Genau. Mhm. Und das ist dann der Stand, auf dem du bleibst. Mhm, aber genau. Kannst du danach schlafen? Oder ja, super. Anders als bei viel Alkohol, wo man ja wirklich sehr schnell merkt, also ich merke das jedenfalls sehr deutlich inzwischen, dass man dann nicht so gut schlafen kann. Mhm. Und dass du wirklich einen ganz hohen Puls hast und dass die Tiefschlafphasen nicht gut sind und der Schlaf ist nicht erholsam und so. Ich habe so einen Ring, damit kann man das messen. Und die Werte, wenn ich abends ein paar Gläser Wein getrunken habe, also 2, 3, die Werte sind nicht gut. Findet das ist Fienchen auch. Fienchen findet die Werte auch nicht gut. Was sie möchte. Ich glaube, sie denkt, es wird hier was passieren in der Küche und sie möchte daran teilhaben. Es passiert ja auch was. Ja, das geht aber jetzt nicht leider, Fienchen. Das ist im Moment noch nicht möglich. Und ich empfehle es dir nicht, Chili und Fenchelsamen. Haben wir jetzt alle Zutaten untergebracht? Ja. Ja, wir machen das jetzt gleich da rein, genau. Das da rein, das da drauf. Und das Basilikum zupfe ich noch ab. Cheers. Ich bin begeistert. Bis jetzt. Man weiß es ja nicht. Erst probieren. Ne, man muss immer alles vom Ende bewerten. Ein Freund und... Was ist das? Das ist mein Alarm, dass wir jetzt die Tomaten reintun können. Ein Freund und Berater von mir sagt immer, die Ente kackt hinten, wenn es darum geht, wie schnell man bewerten kann, ob etwas gut oder schlecht gelaufen ist. Ja. Heißt,
kann am Schluss noch mal anders kommen. Also jetzt hier in dem Fall kann am Schluss noch mal so sein, dass jetzt feucht, Bettina. Naja, wir kennen ja auch den Spruch, Kohl, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das ist auch richtig. Ob das bei der Ente ist oder bei wem auch sonst, es ist so. Ich wollte gerade sagen, es fehlt nur ein bisschen Grün, aber das haben wir ja noch. Das kommt noch. Es muss auch noch etwas entflüssigt werden. So. Wir könnten mal den Geschmack probieren. Ich darf da mal, hier war das, genau. Ich darf da mal einfach so reingehen und mal ausprobieren. Da wäre natürlich jetzt sonst noch Knoblauch drin, was jetzt wegen mir leider nicht der Fall ist. Tut mir leid, aber... Nicht zu viel Chili? Also für mich nicht. Ja gut. Nein. Aber es muss noch ein Momentchen. Ja, mehr Flüssigkeit raus. Die Orso müssen noch 2-3 Minütchen weicher werden. Und dann haben wir es. Ich habe natürlich sehr spezielle Teller rausgesucht. So, jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt, weil ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt bin. Ich möchte ein ehrliches Urteil, eine ehrliche Einschätzung. Du kannst es ja freundlich verpacken. Aber wir stoßen entspannt auf deine Kochkünste an. Meine Orso nach Otto Lengi. Ich glaube es jetzt nicht. Das ist doch schon mal super. Jetzt komme ich. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Es riecht super. Hammer. Ich hätte geschworen, es ist zu scharf. Es ist überhaupt nicht. Also es hat eine leichte Schärfe. Ich habe eben noch ein bisschen Chili hinter deinem Rücken nachgeschmissen. Ich habe dich vorhin schon vorgestellt, in einem kurzen Vorspruch, als eine der KI-Forscherinnen auch in Deutschland und Journalistin natürlich. Und es gab vor kurzem, im September um genau zu sein, also nicht ganz vor kurzem, gab es ein großes Festival, was du mitorganisiert hast von ADA, deiner digitalen Plattform. Ein Festival mit wie vielen Leuten insgesamt? 800 ungefähr. Krass. Und wenn man es aufruft im Netz, dann erscheint das total futuristisch. Es waren so viele Menschen da, wie du gesagt hast, aus allen möglichen Bereichen. Aber zum Beispiel auch Herr Scholz, unser Bundeskanzler. Warum war der geladen und gab es ein Oberthema? Also wir gucken uns, wir machen das ja einmal im Jahr, und wir gucken uns immer an, was ist gerade so das Thema, das am meisten diskutiert wird. Und als der Bundeskanzler da war, Olaf Scholz, war gerade das Thema Kryptowährungen sehr groß. Und er als ehemaliger Finanzminister hatte sich dazu durchaus skeptisch geäußert. Und dann habe ich gedacht, ich fände das schon sehr spannend, mal insgesamt seine Einschätzung dazu zu hören, wie er über diese Themen nachdenkt. Und ich fand das cool, dass er sich darauf eingelassen hat. Ich frage jetzt mal ganz frech, ich habe das Gefühl, dass heutzutage die meisten PolitikerInnen sich mit dem Thema genug beschäftigen, KI, was da auf uns zukommt, wie die Gesellschaft sich verändern wird? Nee, also bei uns nicht. Bei uns definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt durch diese Welle, die gekommen ist, durch ChatGPT und Co., ne, seit letztem November, dass da einige wirklich aufgewacht sind, weil wir ja jetzt auch darüber intensiv diskutieren, was macht das mit unserem Arbeitsmarkt und so, wo gehen Jobs verloren, wie kriegen wir es hin, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und nicht eine gesellschaftliche Spaltung entsteht und was machen wir mit der Desinformation, die entsteht, wenn wir jetzt plötzlich alle Fotos, wir können den Papst mit Che Guevara in einem realistischen Foto kreieren, das dauert 3,5 Sekunden mit so Tools wie Midjourney. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Und ich glaube, jetzt sind sie aufgewacht, aber es hat viel zu lange gedauert. Und von der Wettbewerbsposition ist das Spiel vor ein paar Jahren angefangen worden. Und es ist jetzt im Moment so, dass die USA gewonnen haben. Und nehmen wir den Alltag heutzutage. Wo haben wir da einen schon massiven Einfluss durch KI? In eigentlich fast allem, was wir tun. Wenn ich mein Smartphone benutze, Fienchen hat keinen Einfluss von KI, glaube ich, bisher. Ja. Nein. Wenn ich mein Smartphone benutze und dann ist das Gesichtserkennung, damit das dann unlocked, also geöffnet wird für mich, das ist KI. Wenn ich Google Maps benutze, um irgendwo hinzugehen, ist das KI. Ja. Wenn ich Spotify Musik höre und kriege einen Song vorgeschlagen, KI. Du bist ja, ich sag mal, gelernte bzw. studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Damit hat alles sozusagen angefangen, in diese Richtung zu gehen.
Was ist das Spannendste an diesem ganzen Ding, dass alles umgewälzt wird, das Leben neu definiert werden muss? Du hast ja gerade gefragt, ob wo die Verbindung zwischen Kommunikation und dem, was jetzt passiert ist. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe jetzt den Beweis, warum das, was ich studiert habe, gerade absolut richtig ist. Weil wir jetzt sehen, dass die Welt aus Kommunikation besteht und zusammengehalten wird. So ein Tool wie ChatGPT kommuniziert, macht nichts anderes. Und damit verändert sich alles. Es verändern sich die Arbeitsmärkte, es verändert sich unser Wirtschaftssystem, es verändert sich das politische System. Das ist das, was mich immer interessiert hat, wie Kommunikation über solche Methoden halt tatsächlich unsere Welt und unser Leben verändert und bestimmt. Und jetzt sehen wir nächste Welle. Und wenn ich deinem auch Podcast folge, dann hat eigentlich Europa, nicht nur Deutschland, eine solche Entwicklung einigermaßen verschlafen. Ja. Und die Musik spielt anderswo. Du hast ja interessanterweise unter anderem in Taipei studiert. Mhm. Das heißt, dein Interesse an anderen, jetzt sage ich einfach mal, Märkten und Welten, war immer da. Ja. Und wo sind jetzt diejenigen, bei denen das entwickelt wird, was unser aller Leben auch hierzulande so verändern wird? Und was bedeutet das eigentlich? Also im Moment, was die sogenannte generative künstliche Intelligenz, ChatGPT, Bildgenerierungstools und so angeht, ist das USA. Da kommen die ganzen großen Modelle her. Das sind alles amerikanische Firmen. Wir haben in Deutschland 2, 3, die sich jetzt gerade anfangen zu entwickeln. Wir haben in Frankreich eine Firma, aber wir sind spät dran. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das aussichtslos ist, aber es wäre sicherlich besser gewesen, wenn wir früher angefangen hätten. Weil der Wettbewerb ist hart und es ist unfassbar teuer, diese Modelle zu trainieren und das zu entwickeln. Ja, du brauchst halt einfach, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Chips für sowas. Ne? Und das ist einfach eine Investition, die kann nicht jeder machen. Wenn ich erlebe, das sieht man ja auch bei dir, wenn man auf die Website von Ada geht, ach, ich muss auch auf den Namen kommen. Mhm. Ada Lovelace war eine Frau im 19. Jahrhundert, die mir unbekannt war, muss ich leider gestehen, oder gestehe ich freimütig, die du aber als eine Art Role Model, würde ich jetzt einfach mal sagen, rausgesucht hast, weil sie so beeindruckend war in ihrer historischen Situation und darüber hinaus. Mhm. Ada Lovelace hat tatsächlich im Grunde das erste Computerprogramm geschrieben. Und zwar nicht als erste Frau, sondern als erster Mensch unserer Geschichte. Das war 1843 und da hat sie geschrieben für eine theoretische Maschine, die ein Engländer Charles Babbage bauen wollte, The Analytical Engine. Und was Ada Lovelace da geschrieben hat, das war eigentlich eine Annotierung von einem anderen Text. Und diese Annotierung ist so riesig geworden und so toll geworden, dass das wirklich der erste Code für diese theoretische Maschine geworden ist. Und wenn du das liest, wie sie das erklärt und was sie da geschrieben hat, dann sagt sie zum Beispiel, eine Maschine kann nicht selber denken, sondern die kann immer nur das tun, was wir ihr als Vorgaben mit auf den Weg geben. Und trotzdem wird sie in der Lage sein, zu rechnen, Gedichte zu schreiben, Musik zu produzieren. KI. KI, die jetzige KI, hat Ada Lovelace 1843 vorhergesehen. Warum kennt die keiner? Weil das passiert ist, was ganz oft in der Zeitgeschichte der Menschheit passiert. Die Männer, die nichts auf die Reihe kriegen, werden berühmt. Und die Frauen, die eigentlich dahinter die Arbeit gemacht haben, gehen unter. Jetzt ist es anders, aber damals war es so. Wann hat dich das, Miriam, wirklich wütend gemacht? Dass du gesehen hast, der Feminismus kämpft auch gegen das Vergessen, gegen das sich nicht durchsetzen können von Frauen. Und ich bin immer noch in einer Gesellschaft, wo es nicht gleich ist. Ich glaube, mich hat es emotional und intuitiv wütend gemacht, als ich erlebt habe, in so ganz frühen beruflichen, so als Praktikantin, so mit 14, 15, wenn so Sachen passiert sind, dass ich auf einer Treppe runterging und mir dann bei einem Praktikum, einem journalistischen Praktikum, mir dann irgendein Studioleiter oder so an den Haaren zog und sagte, die sind aber schön. Solche Dinge, wo ich dann dachte, was erlauben die sich eigentlich? Das war damals irgendwie noch ein bisschen anders, als es heute war. Aber so, wo du gar nicht das erklären kannst für dich, sondern einfach ein Gefühl in dir hast und sagst, ich möchte das nicht. Das möchte ich nicht. Und was soll das? Ja, wirklich so. Also das hat mich aufgebracht. Und irgendwann war natürlich dann auch die Phase, wo wir auch untereinander unter Mädels geredet haben. Und dann stellten wir fest, das geht allen so und so. Und das ist natürlich echt keine schöne Erkenntnis. Aber das war, glaube ich, noch nicht so bewusst. Mir ist das dann sehr bewusst geworden, als ich eigentlich beruflich, wo immer ich dann war, immer die erste Frau gewesen bin. Und meistens eben allein unter Männern, was auch ein schöner Filmtitel wäre. Und das war dann eben
dann oft auch nicht gut. Weil wenn du alleine bist, du hast halt keine Alliierte. Ne? Das ist ja auch die, wie die Diskussion über Verwaltungsräte, Aufsichtsräte heute. Also setzen die eine Frau da rein, das soll was bringen. Es gab nur die schöne Ansprache, sehr geehrte Herren, liebe Frau Merkel. Ja, die gab es tatsächlich sehr oft. Also insbesondere, als ich Staatssekretärin bei Wolfgang Clement war. Also da gab es keine Frau. Abende um Abende, Sitzung um Sitzung war ich die einzige Frau. Das ist kein gutes Gefühl. Und das, da fragst du dich natürlich schon, was ist das eigentlich? Und ich glaube, dass ich eine ganze Zeit meines Lebens auch versucht habe, mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen kognitiven Dissonanz zu kämpfen. Heißt, wenn du anfängst, dir wirklich klarzumachen, dass das eine Form von Diskriminierung ist, fühlt sich das ja nicht geil an. Nee. Du möchtest ja eigentlich nicht diejenige sein, die diskriminiert wird. Und ich habe das dann auch durchaus für mich so versucht zu überspielen und habe gesagt, na ja, gut, aber so ist das jetzt halt und so. Heute rückblickend würde ich sagen, Albtraum. Das ist wirklich ein Albtraumbeispiel einer Gesellschaft, die komplett von gestern ist, dass das so war, wie es war. Und es gibt es ja heute immer noch. Wir müssen ja nicht behaupten, dass das jetzt alles weg wäre. Ich sag dir, wenn ich mit meiner Company irgendwo hingehe und pitche, dann habe ich, glaube ich, eine gute Überzeugungskraft. Und wir sind erfolgreich und wir wachsen und es ist alles gut. Aber das Buddy-System, wo der Heinz Jürgen zum Klaus Dieter geht und sagt, Klaus, Mensch, weißt du noch, als wir beim Golf... Dann sagt er, ja klar, komm, schick mal. Schick mir mal deine Leute, wir machen mal ein Programm. Das ist eine andere Nummer. Und wenn du als Frau das machst, hast du nicht die gleichen Voraussetzungen. Weil aber du dieses Buddy-System von immer noch mehr männlichen Entscheidern an den jeweiligen Positionen nicht mitspielst. Hat infolge dieser ganzen Entwicklung, die du selber gemacht hast und der Erfahrungen, vor allem, die du gemacht hast, hast du dich radikalisiert? Würdest du diesen Begriff für dich verwenden? Klingt natürlich krass, aber auf eine Art ja. Ich glaube schon. Ich habe mich radikalisiert darin, dass ich viel weniger Kompromisse mache als früher im Hinblick auf die Erwartungen, die von außen an mich herangetragen werden. Und ich habe mich auch radikalisiert darin, dass ich sage, es gibt bestimmte Erwartungen, die man haben darf. Ob das an eine Regierung, ob das an eine Unternehmensführung, ob das an Mitarbeitende, ob das an Privatfreunde, Freundinnen, ist, also ich glaube, das darf man schon haben. Und ich finde es gut, wenn man das klar äußern kann und dann, wenn irgendwas nicht passt, in eine Verhandlung gehen kann. Ich hasse es, wenn Menschen nicht sagen, was los ist. Und wenn sie dann drumherum reden und Luftschlösser bauen und sagen, alles ist eigentlich so und man weiß genau, so ist es nicht. Sag's mir einfach, dann können wir was machen dran. Du bist ja auch eine Frau, die Networking immer betrieben hat in den vergangenen Berufsjahren, in vielen Berufsjahren. Und du hast sehr gute Kontakte noch zur Politik, wo du ja mal tätig warst als Staatssekretärin und vorher als Regierungssprecherin hier in Nordrhein-Westfalen. Du hast einen guten Draht zu Merkel gehabt, viele Gespräche mit ihr geführt. Und Scholz habe ich eben schon erwähnt bei dem Festival. Wie kannst du mit konservativen Menschen, die sich da sperren, wie kannst du damit umgehen? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Varianten, die es davon gibt. Es gibt konservative Menschen, die mit Teilen von mir oder meines Lebens nichts anfangen können oder sie vielleicht sogar ablehnen, die aber in der Lage sind, mit mir als Person respektvoll, zugewandt und interessiert umzugehen. Damit kann ich leben. Das ist das, was man möchte, was Frauen möchte. Genau. Und damit kann ich wirklich leben, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir eine Gesellschaft brauchen, in der alle die gleiche Meinung haben. Das wäre furchtbar langweilig und ich liebe es, wenn Menschen ihre Meinung vertreten können, dann aber man auch sachorientiert darüber diskutieren kann. Auch sehr gern erhitzt, aber also das ist überhaupt für mich kein Problem. Was ich sehr schwierig finde, sind Menschen, die sozusagen so ein Gesamtkonstrukt aus einem machen. Und wenn irgendwas nicht passt, dann wird man zum Gegner oder ablehnenswert. Da werde ich richtig radikal. Man könnte es borniert nennen. Ja, genau. Also nicht bei dir, sondern bei der Gegenseite. Wenn die Erwartungen nicht stimmig sind, dann sind es eben Gegner. Wir haben gegessen, wir haben ein Glas Cremant getrunken, ein Glas Weißwein. Ich weiß, dass du sehr gerne Gin trinkst. Ich will nicht, dass du betrunken diese Wohnung verlässt. Möchtest du vielleicht von dir aus mir einen Gin mixen? Das kann ich gern machen. Und dann dir? Wenn du einen guten hast, ja. Selbstverständlich. Bisschen stärker oder nicht so stark? Nein, komm, wir müssen noch reden. Ach so. Thank you.
schon mal einen auf den Weg. One for the way. Wenn du sagst, du hast so viel gemacht, journalistisch, politisch etc., bis zum heutigen Punkt, wo du im CEO bist und Gründerin und dich dort mit dem, was für die Rolle nötig ist, einbringst, du hast dich auch mal übernommen. Du hast immerhin darüber auch ein Buch geschrieben. Mhm. Ja, und ich komme gar nicht auf den Titel, Brief an... Brief an mein Leben. Brief an mein Leben. Und indem du nach einem Burnout, das heißt, du hast dich... Was war, wenn du rückblickend, viele, viele Jahre später, zwar 2007, 2008 um den Dreh rum, wenn du rückblickend sagst, das und das habe ich nicht beachtet. Was war das? Aber ich glaube, das war eine ganze Menge an Dingen. Es hat ein bisschen was damit zu tun, so die Reise durchs Leben, wo man immer näher zu sich selber kommt eigentlich. Also ich würde sagen, man reist so im Laufe des eigenen Lebens eigentlich immer auf sich zu. Und ich glaube, es gibt Menschen, die nie bei sich selbst ankommen und andere schaffen das relativ früh und können dann auch nochmal wieder wegreisen, wieder zurückkommen. Und bei mir war es auch so. Ich habe dafür schon sehr lange gebraucht. Und was dann passiert in meiner rückblickenden Analyse ist, dass du eigentlich eher durch das, was andere in dir sehen oder andere von dir wollen, bestimmt bist und nicht durch das, was du selber möchtest. Ich glaube, ich verstehe jetzt trotzdem besser, warum du das, was du heute machst, als eigenständige Person mit einer selbst gegründeten Plattform, dass du da sehr viel mehr bei dir angekommen bist als früher, weil du ja in den Stellen immer in dieser Solitärposition als Frau gewesen bist, auch an der Uni schon. Du hast mal als jüngste Professorin bist du nach Münster berufen worden und später nach St. Gallen berufen worden. Und ich glaube, du hast da auch an all diesen Stellen, das hört sich ganz toll an von außen, auch viel einstecken müssen. Oh, ganz bestimmt. Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe zum Teil Situationen erlebt, wo ich wirklich dachte, ich kann es nicht fassen. Wo auch wirklich mit den übelsten Methoden dann Politik gegen mich gemacht worden ist. Ne? Also in Münster zum Beispiel, bei der Professorenberufung, war das tatsächlich so, dass es eine Gruppe von Menschen gab, die versuchen wollten, das zu verhindern, weil die nicht wollten, dass ich diese Stelle kriege. Mit allen Verleumdungen, die dazugehören. Von wegen, ich habe Verhältnis hier mit dem und dem und was da alles erzählt worden ist, gegen besseres Wissen. Das hat mich schon geprägt, weil das war, glaube ich, so eine Phase, wo ich dann gedacht habe, wow, du musst tatsächlich mit allem rechnen. Und da war ich tatsächlich noch sehr jung und in dem Alter habe ich das nicht gewusst, dass man immer mit allem rechnen muss. Was natürlich auch eine Art Rüstung ist, die man sich anlegt. Ne? Du lernst das dann und dann wirst du weniger spontan, dann wirst du weniger offen, weil du immer damit rechnest, da kommt wieder was. Und da habe ich lange gebraucht, das wieder loszuwerden. Da wirst du auch weniger lebenslustig. Ja, genau. Also insofern, du hast eben nach der Zeit des Burnouts oder der Erschöpfungsdepression gefragt. Das war sicherlich auch ein Punkt. Die Belastung dieser permanenten Aushandlung, was darf ich eigentlich? Und wie gehe ich mit Anfeindungen, wie gehe ich mit Herausforderungen um, die andere vielleicht gar nicht so haben? Und trotzdem wolltest du ja erfolgreich sein. Ja, wollte ich, glaube ich, schon. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ich wollte erfolgreich sein. Ich würde sagen, ich wollte gerne was bewirken. Ich frage mich auch nach diesen Erfahrungen, nach den ersten, ob du irgendwann nicht gedacht hast, ich fahre jetzt mal einfach zurück. Also nicht zurück nach Hause, nach Mettmann, sondern zurück in dem, was ich einfach an Ehrgeiz nenne und was ich auch schon habe einstecken müssen. Also ich glaube, ich habe es eher so... Ich fahre in die richtige Richtung, so würde ich vielleicht für mich sagen. In die richtige Richtung zu den Schwerpunkten, die für mich wirklich selber richtig und wichtig sind. Ich muss mich nicht beweisen in Umfeldern, auf die ich letztlich dann keinen Bock habe. Ne? Also ich muss nicht in der Politik bleiben, nur weil das irgendwie reputationsmäßig vielleicht interessant wäre für meine Eltern, für wen auch immer, wenn ich das nicht mag. Und das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe dann ja schon ein Berufsfeld gewählt, die Wissenschaft, wo man recht frei ist, ne? Wo es natürlich auch Regeln gibt, aber wo du eigentlich schon sehr frei bestimmen kannst, was du machst und wie du arbeitest. Und jetzt mit einem eigenen Unternehmen auch. Ich meine, klar, es gibt natürlich bestimmte Anforderungen, was und Risiken. Erfolg angeht. Es gibt auch Risiken. Das finde ich aber auch in Ordnung. Und ich bin an dem Punkt, wo ich inzwischen sagen würde, ja, man kann scheitern und dann scheitert man. Wenn etwas nicht geht, dann geht es nicht. Und das ist okay. Das hätte ich vor 20 Jahren nicht sagen können. Absolut unmöglich.
Ich habe so einen Satz übernommen von einer sehr klugen, älteren, leider verstorbenen Freundin, die sagte, ich mache es so gut ich es kann. Ja. Und sie war die klügste Frau, die ich je getroffen habe. Und da hab ich, den Satz habe ich mir gemerkt, dass man seinen Ehrgeiz relativieren muss. In ja, irgendeiner Weise. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube sogar, es war bei uns im Podcast, den wir vor 2 Jahren aufgenommen haben, hast du mal gesagt, ich bin als Frau größeren Schwierigkeiten ausgeliefert gewesen, denn als queere Person. Mhm. Und das finde ich einen interessanten Satz, weil ich immer dachte, als lesbische Frau muss man schon ganz besonders stark sein, um bestimmten Dingen zu widerstehen und einfach durchzuhalten. Aber dass du als erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Frau da mehr mitgemacht hast, sage ich mal, oder aushalten musstest, das hat mich schon sehr überrascht. Womit erklärst du das? Ich glaube, die Machtkonstellation läuft über Mann-Frau und das ist die wesentliche Auseinandersetzung. Und das ist natürlich eine. Also ich habe einen Freund, der mir irgendwann gesagt hat, wegen euch kriege ich keine Mandate mehr. Ja, dann habe ich gesagt, wer ist euch? Und dann sagt er, ja, weil ihr jetzt als Frauen. Dann habe ich gesagt, seriously, das willst du doch jetzt nicht echt nach hunderten von Jahren des umgekehrten Sachverhalts als Vorwurf formulieren. Ja, nein, eigentlich nicht, aber doch. Ne? Also das hängt schon bei vielen sehr intensiv drin. Es gibt natürlich einen Aspekt, der nicht vergleichbar ist. Als Frau hast du, glaube ich, normalerweise keine bestimmte Scham, bestimmte Dinge zu tun. Als queere Person hast du das, was auch oft Thema im Podcast war früher, diese queere Scham. Ich bin etwas, was in dieser Gesellschaft als unzulänglich angesehen wird, weil es eben nicht heteronormativ ist, weil es eben immer ein Minderheitenproblem sein wird und weil es mich in meiner Entwicklung zum Teil auch verunsichert hat oder noch verunsichert. Mhm. Ich weiß noch, dass es bei dir auch ein Punkt war, diese queere Scham. Nee. Ich dachte, ich ziehe auf deine Mutter ab, mit der du dich darüber nie verständigen konntest. Ach so, das stimmt, das ist richtig. Aber ich habe es versucht. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Und ich habe die Scham tatsächlich für mich selber nicht gehabt. Mhm. Sondern ich habe wirklich gedacht, das ist so und das bin ich. Und ich glaube auch nicht daran, oder ich lasse mir auch nicht suggerieren, dass das, was ich fühle, falsch ist. Also das war bei mir wirklich sehr klar. Und ich habe mich darüber mit insbesondere meiner Mutter sehr intensiv auseinandergesetzt, die das nicht nachvollziehen wollte. Und dann auch bei diesem Thema in Schweigen verfallen ist. Insofern hast du als Beobachtung recht, da war dann eine Konfrontationslinie. Aber diese Scham selber habe ich nicht gehabt. Ich habe das wirklich immer als etwas empfunden, wo ich dachte, das ist ein Teil von mir und ich werde jetzt nicht hingehen und den wegdiskutieren oder wegleugnen, sondern ich habe ihn zum Teil dann auch wirklich bewusst aushängen lassen. Ich habe ja dieses Muster oft erfahren in vielen Gesprächen und kenne es vielleicht auch bei mir selber, dass Menschen, die dieser Norm nicht entsprechen, besonders ehrgeizig sind und besonders viel erreichen wollen, um eben in jeder Beziehung, in jeder Hinsicht nach außen akzeptiert zu werden. Das kann total sein, dass das so ein innerer Mechanismus ist, der da eine Rolle spielt. Dass du sozusagen versuchst, so zu kompensieren vielleicht, ne? Wie ich das verstehe. Das glaube ich schon, dass das eine Rolle gespielt haben kann. Ist dir gut gelungen, mir übrigens auch. Würde ich sagen, es ist beiden ganz gut gelungen. Ne? Fällt mir übrigens die Frage ein, du trittst heute sehr oft öffentlich auf, du bist in vielen Sendungen, vor allen Dingen aber auch als Vortragende oder auch bei Veranstaltungen von Ada bist du auf der Bühne, eine Bühnenperson. Wann bist du zum ersten Mal in deinem Leben auf einer Bühne gewesen? Oh mein Gott, als ich sehr klein war, bin ich auf einer Bühne gewesen, das erinnere ich tatsächlich genau, das war, ich glaube, im ersten Jahr der Grundschule, kann das sein, und ich musste was am Klavier vorspielen. Oh, früh. Ich habe sehr früh angefangen, ich glaube, mit 4, 5 Klavier zu spielen und dann gab es halt so eine Weihnachtsfeier oder sowas, ich weiß nicht, was das war, ich musste was vorspielen und ich weiß, dass ich krank war und ich mich auch nicht gut gefühlt habe und dann trotzdem vorspielen musste und hatte wahnsinnig Fieber. Und das war schon so, das war so eine kleine Schocksituation, ehrlich gesagt, weil ich dann dachte so, ich habe das dann hingekriegt, aber das ist ein typisches Beispiel für das, was mein Leben beschreibt. Egal wie es ist, einmal noch mal so durch. Ey, du hattest Eltern. Ja, ich weiß gar nicht, die haben das nicht so realisiert in dem Moment. Das heißt, du hast es auch nicht kommuniziert? Ich glaube, ich habe es
nicht kommuniziert. Das mache ich auch heute manchmal nicht. Das ist ein Muster, das gibt es bis heute noch. Man kann auch mal schnell, bevor man dann irgendwie sich ausruht. Ja. Ich erinnere mich, wir haben ja mal, ich glaube, 2 oder 3 Jahre gemeinsam in der Fernsehpreisjury gesessen. Und zu der Zeit ging es dir nicht gut. Nein, das stimmt. Das habe ich gespürt. Und du hast nicht normal gegessen, du hast immer irgendwelche Bröckchen zu dir genommen oder Zwieback oder sowas. Und gesagt, da ist doch irgendwas. Du hast es aber durchgezogen. Mhm. Und wenn du eben erzählt hast, was ich ja auch schon mal von dir gehört habe, dass es leider mit deiner Mutter keine Aussprache gab. Ich meine, du hast Kommunikationswissenschaft studiert. Du bist heute ein Mensch, der auf Kommunikation gesteigerten Wert legt. Du hast diese Firma, du hast in Gallen gelehrt über Kommunikation. Wie passt das eine zum anderen? War das sozusagen fast ein emotionales, intellektuelles, gleichermaßen Bedürfnis, Kommunikation zu begreifen, nicht wieder irgendwie in Schweigen zu verfallen? Ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass wir eigentlich das machen, wo wir bei uns selber vielleicht eine gewisse Reibung oder einen gewissen Drang, das besser zu verstehen, feststellen. Warum studieren manche Menschen Psychologie? Habe ich auch so mal hier oder da eine Frage. Warum studieren manche Menschen Mathematik, um bestimmte Themen in eine Ordnung zu bringen? Ich will das nicht verallgemeinern, ne? Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Aber ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass ganz viel in meinem Leben, auch ganz viele Bücher, die ich geschrieben habe, eigentlich eine fast selbsttherapeutische Auseinandersetzung mit einem Zusammenhang gewesen sind, der für mich wichtig war. Also Brief an mein Leben ganz bestimmt. Das auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt auch die anderen Bücher, die ich geschrieben habe. Ich schreibe ja oft über Kommunikation und Technologie und ne, dann geht es darum, auszuhandeln, auch für mich selber wahrscheinlich, in der eher intellektuellen Auseinandersetzung, was da eigentlich gerade passiert und welche Position ich dazu beziehe. Auch schon Jahre her, aber ich erinnere auch das Buch Vom Glück der Unerreichbarkeit. Und du bist ja eigentlich ein Mensch, der natürlich ein Mittelpunktsmensch, um den herum immer sehr, sehr viel passiert, was du mitsteuerst. Und du bist eigentlich meistens erreichbar, vermute ich mal. Du, das ist ganz lustig, dass du das so siehst, weil ich bin gar kein Mittelpunktsmensch so. Ich bin wirklich sehr gerne für mich alleine und es gibt zum Beispiel Situationen, die ich absolut hasse. Das ist so Networking bei Empfängen und so weiter. Oh ja. Ich mag es nicht. Manchmal muss man es machen, aber ich hasse es. Es ist einfach überhaupt nicht meine Lebensform. Ich sitze gerne mit Menschen, die ich kenne und die mich interessieren und unterhalte mich. Das hat ja immer auch nach meinem Gefühl was mit Buhlerei zu tun. Ja, ich muss das und das jetzt machen, damit ich das und das davon habe. Genau. Und das ist natürlich anstrengend. Ja. Aber musst du doch eigentlich, denke ich, auch. Muss ich absolut auch. Ja, ja, das gehört dazu. Ist, glaube ich, in fast allen Dingen, die man im Leben tut, irgendwo dabei. Es sei denn, man ist wirklich Einstein und sitzt nur zu Hause und kann sich Formeln ausdenken und die Relativitätstheorie. Das ist bei mir leider nicht der Fall, deshalb muss ich solche anderen Sachen machen. Aber diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man in einem so wichtigen, existenziellen Punkt in Sprachlosigkeit verfällt und das nicht zu lösen ist. Deine Mutter ist ja gestorben und ihr habt das Problem nicht gelöst. Wie hat das dein heutiges Beziehungsverhalten im weiteren Sinne beeinflusst? Nicht nur wissenschaftlich als Kommunikationsforscherin, sondern tatsächlich auch in deinem Verhalten, wie du Freundschaften pflegst, wie du Beziehungen pflegst, wie du dich auseinandersetzen kannst, wie du Kritik aushältst. Also ich glaube, das hat mich insofern schon beeinflusst, als ich jemand bin, der, so glaube ich jedenfalls, sich schon um Freundschaften kümmert. Also ich bin jemand, der sich regelmäßig meldet. Auch wenn man sich länger nicht gesehen hat und immer wieder versuche, Leute zusammenzubringen und wann sehen wir uns und so weiter. Das mache ich wirklich sehr, sehr intensiv. Und das mag damit zu tun haben. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber es könnte sein, dass das etwas ist, was ich aus der Zeit, auch als meine Mutter dann gestorben ist, mitgenommen habe. Ich habe da gar nicht so die Situation, dass ich da verbittert oder ungelöst drauf zurückschaue inzwischen, sondern eigentlich eher, dass ich das Gefühl habe, es gab einen Moment, wo es schon eine Auflösung gab. Da war meine Mutter sehr, sehr krank. Sie war wieder aus dem Krankenhaus zu Hause und ich bin ja fast jeden Tag damals zwischen der Schweiz und Düsseldorf hin und her geflogen, um sie mit zu betreuen und so. Und dann kam ich und dann habe ich mich an ihr Bett gesetzt und wir haben so einmal die Hand gehalten und dann hat sie mich gedrückt und sagte, ach, da bist du. Und ich kann das gar nicht erklären, warum, aber ich habe das Gefühl, dass das der Moment war, wo sich was aufgelöst hat und wo irgendwie eine ganz schöne
Einigkeit bei all den Unterschieden und bei all den Diskrepanzen, die es vielleicht zwischen uns gegeben hat, doch irgendwie entstanden ist, man kann in existenziellen Situationen sagen, ohne es überhaupt sagen zu müssen, das ist gut jetzt. Du hast dich so viele Situationen freiwillig ausgesetzt und erfolgreich ausgesetzt in deinen verschiedenen Stationen, die du beruflich und privat durchlaufen hast. Gibt es bestimmte Dinge, von denen du sagst, ja, ich muss sagen, das macht mir doch noch Angst. Ich habe viel in meinem Leben so geregelt, dass ich jetzt da bin, wo ich sein möchte. Ich würde tatsächlich nicht sagen Ängste. Vielleicht bin ich dafür auch zu alt, um diese Form von Ängsten zu haben. Ich glaube, die habe ich mal gehabt, aber das ist nicht mehr so. Welche waren das, die du gehabt hast? Ich habe schon sicherlich Versagensängste mal ganz am Anfang meiner beruflichen Entwicklung gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin irgendwie zu früh in Positionen, wo ich vielleicht noch gar nicht reingehöre oder so. Ne? Dieses Imposter-Syndrom. Ja, okay. Das habe ich schon gehabt. Aber was mich jetzt umtreibt, also persönlich einmal, ist, dass ich schon genau merke, wann bin ich eigentlich noch in dem Feld, wo ich selbstwirksam sein kann, wo ich also wirklich das einbringen kann, was ich kann und was ich möchte. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich was ändern. Das ist eine Sache, auf die ich wirklich ziemlich genau achte. Und die zweite Sache ist, ich meine, wenn wir in die Welt gucken, dann muss man nicht lange darüber nachdenken, worüber man sich Sorgen machen muss oder vielleicht auch Angst haben kann. Ich glaube, die Welt hat lange nicht mehr so übel ausgesehen, wie sie im Moment aussieht. Mit all den Konflikten und Kriegen und Krisen und Klimawandel und so. Mich bringt das jetzt nicht dazu zu verzweifeln. Also ich bin trotzdem ein Optimist und ein lebensfroher Mensch. Aber wenn ich so überlege, was ich empfunden habe 1989, 90, als der Kalte Krieg zu Ende war, als die Mauer gefallen ist. Ne? Öffnung, Francis Fukuyama, ne? Das Ende der Geschichte, jetzt haben wir es erreicht. Das war vielleicht alles naiv, aber es war ja auch ein Hoffnungsschimmer, dass man dachte, das ist jetzt die friedliche Welt, in der wir leben können. Und ich denke manchmal so, wenn ich meine Studierenden so vor mir sehe in den Kursen, dann denke ich, ihr Armen. Weil also ihr habt das jetzt nicht vor euch. Weil die nächsten 10, 20 Jahre, befürchte ich, werden anders aussehen. Hast du manchmal das Gefühl, dass die jungen Menschen, mit denen du dich umgibst, oder Studierende, mit ihrer Power der Jugend, dass deine Kräfte irgendwann nachlassen? Kraftmäßig ist das eigentlich okay. Auf der anderen Seite denke ich, so ist halt auch, weiß ich nicht, der Lauf der Dinge. Also irgendwann ist das so, dass bei mir Dinge langsamer werden und dass ich nicht mehr alles kann. Ich habe einen 94-jährigen Vater, mit dem bin ich heute Morgen eine kleine Runde spazieren gegangen. Und der geht da mit mir am Rollator und geht für 94 echt noch wirklich fit. Und das ist dann sehr süß, weil er vergisst eigentlich alles. Aber während du spazieren gehst, zitiert dir dann plötzlich eine Strophe von einem Rilke-Gedicht über den Herbst. Und du denkst, was jetzt? Also das ist wirklich irre. Das ist auch ein Trost. Das ist auch ein Trost, ja. Und das ist der Lauf der Zeit. Und ich glaube schon, dass es ganz schön ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich fühle mich eigentlich im Moment so, dass ich den Eindruck habe, so die Phasenentwicklungen des Lebens sind eigentlich immer ganz richtig, wie sie sind. Aber du warst auch immer, auch in deinem Studium schon, USA-orientiert. Mhm. Du hast in Harvard auch studiert und gelehrt, alles. Wenn du dir heute aussuchen könntest, wo du leben möchtest, wäre es Düsseldorf? Oder wäre es dann eher zentriert zu den Orten, von denen man im Moment meint, das ist die Zukunft? Good Old Europe hat ja ein bisschen abgewirtschaftet. Welche Orte sind denn die Zukunft? Naja, auf jeden Fall spielt in China sehr viel an KI, wird weiterentwickelt, in den Vereinigten Staaten auch. Das sind für mich sehr zukunftsorientierte Orte. Ja, das ist lustig, aber ich würde trotzdem in Europa leben wollen. Und zwar einmal, weil die Lebensqualität in Europa um ein Unfassbares höher ist als in USA oder in China. Ich würde auch nicht in einem autoritären Staatskapitalismus leben wollen, wo ich nicht sagen darf, was ich sagen möchte, was in China ja nun der Fall ist. Ich habe auch früher gedacht, als ich also meine Jahre mehr oder weniger vonstatten gingen, ich bin ja mittlerweile 67 Jahre alt, ich dachte, es hat sich doch vieles, vieles, vieles zum Besseren entwickelt. Mhm. Und dann kam so ein Bruch, also 89 war so ein Höhepunkt. Und dann nicht zuletzt mit dem Ukraine-Krieg kam die große Frage, um nicht zu sagen Depression. Aber letztlich denke ich auch trotz der Gefahr von rechts, wir können dem widerstehen. Ich glaube das auch. Und wir müssten auch, weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir eine Riesenchance verpasst, in einer Welt zu leben, die so gut aussieht, wie sie zuvor nie aussah. Miriam, danke für das köstliche Essen. War
warst sehr skeptisch am Anfang. Ich war skeptisch, ich gebe es ja zu. Und für das angenehme Gespräch. Ich bin jetzt auch gleich ein bisschen angeschickert hier.